Am Samstag, den 29. Juni 2024, erwachten die Tiere des Tierparks Gotha zu einem ungewöhnlichen Spektakel. Schon früh am Morgen rollten schwere Einsatzfahrzeuge an. Über 30 Helfer und Helferinnen in Uniform betraten das Gelände. Ein gewaltiger Hilfseinsatz war im Gange. Gunther Brandt, der Motor des Engagements bei der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen, hatte eine spektakuläre Spende organisiert. Ja, also mein Name ist Gunther Brandt, ich bin von der Feuerwehr Waltershausen. Ja, und bin mittlerweile Rentner. Und neben meinem Ehrenamt unterstütze ich Kinder und Kindereinrichtungen nach Flutkatastrophen, ganz speziell Ahrtal. Ich habe mir dann gesagt, okay, die Stadt Gotha hat noch was gut. Und da war noch der Wunsch, für die Gehege Sand zu besorgen. So, und da habe ich gesagt, dann übernehme ich das. Und ja, so ist das die Mission Tierpark angelaufen. Habe dann mit meinem Chef André Gessert und mit dem Mitteldeutschen Baustoffkontor diesen Sand organisiert. Das Mitteldeutsche Baustoffkontor hat den Sand besorgt und das Busunternehmen Gessert hat sich um den Transport gekümmert. So, nun musste der Sand auch irgendwie untergebracht werden in den Gehegen, und da ich ja nun ein Feuerwehrmann bin, habe ich den Andreas Ritter von der Berufsfeuerwehr angerufen, der ja auch Chef von den gesamten Feuerwehren ist in der Stadt Gotha. Habe ihn meinen Vorschlag unterbreitet, um Hilfe gebeten, das THW angerufen. Die waren auch sofort bereit gewesen. Ja. Und mit Waltershausen, Gotha, die Feuerwehren plus das THW Gotha sind wir dann am besagten Tag mit fast 30 Mann oder etwas über 30 Mann im Tierpark aufgeschlagen. Eine Leistung, die das Tierparkteam allein nur schwer hätte bewältigen können. Cosima Gleue, seit knapp 3 Monaten die neue Sachgebietsleiterin des Tierparks, war eine der treibenden Kräfte hinter dieser Aktion. Mit ihrem Organisationstalent und einem Auge fürs Detail dirigierte sie die Helfer und Helferinnen. Jetzt am Wochenende war ich Hauptverantwortliche für die Verteilung des Sands in den Anlagen. Ich habe also die ganzen Feuerwehrjungs koordiniert und meine Kollegen, die mitgeholfen haben, und habe halt geguckt, dass alle Tiere in den Gehegen bleiben und der Sand einfach dazukommt und dass alles reibungslos läuft. Innerhalb von nur 2 Stunden verwandelte sich der Tierpark. Der Sand wurde in den Gehegen der Lamas, Maras und Stacheltiere verteilt. Der Überschuss reichte sogar für die Esel und Ziegen und weitere Anlagen. Also es war eine mega coole Aktion, was mich sehr überrascht hat, in welcher Vielzahl hier dann die Jungs auch aufgeschlagen sind und Mädels. Und die hatten alle Bock, die waren alle mega gut drauf. Ich hatte den Vortag schon 2,5 Stunden den Sand schon mal so ein bisschen vorverteilt, sodass wir dann gleich starten konnten. Und das hat alles reibungslos funktioniert. Die haben sich gleich mit eingeteilt, auf die Anlagen gestellt, dann wurde der Sand verteilt. Und es war am Schluss sogar so, dass wir viel zügiger durchgekommen sind, als wir am Anfang gedacht haben. Es hätte halt wesentlich länger gedauert. Wir hätten das nicht in 2 Stunden überall verteilt, sondern das wäre wahrscheinlich ein Projekt für mehrere Wochen gewesen. Uns fällt es natürlich auf, weil Sand auch so einen gewissen Komfort für die Tiere ja bietet. Es gibt viele Tiere, die so Sand baden und sich dann auch wälzen. Auch unsere Lamas und Maras machen das gerne. Und vor allem bei denen beobachten wir das jetzt sehr regelmäßig, dass die sich halt im Sand wälzen und sich wohlfühlen mit dem neuen Untergrund. Gunther und Cosima blicken stolz auf diesen erfolgreichen Tag zurück. Auch künftig kann der Tierpark weiterhin auf die tatkräftige Unterstützung der Einsatzkräfte zählen. Wie gesagt, mir hat es mega Spaß gemacht. Und ich habe den Feuerwehrjungs und Mädels auch gesagt, sie dürfen gerne wiederkommen, wenn irgendwann mal wieder Bedarf ist. Also wir haben uns wirklich sehr gefreut. Und es hat alles sehr gut ineinander gegriffen, die Zahnräder. Ganz besonders danken möchte ich den Andreas Ritter, der das die Manpower mit organisiert hat. Gotha Stadtmitte, dem THW in Gotha, der Feuerwehr in Waltershausen, die sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Das Feedback war auch, dass es allen viel Spaß gemacht hat. Und eine Person möchte ich nicht vergessen, die mir bei solchen Aktionen auch immer den Rücken frei hält und auch mich tatkräftig unterstützt, das ist meine Lebensgefährtin Conny Thiel. Ohne die wäre auch vieles nicht machbar. Gemeinsam sind wir stark und dann passt das schon.